Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Also ich habe den Vortrag heute mit dem Übertitel versehen: Der Biocomputer und die lebendige Bibliothek, ein magisches Projekt in Entwicklung. Das ist Kapitel 9 aus dem Buch. Damit schließe ich eigentlich das Buch ab und es ist nochmal eine Reflexion über ja, den Punkt der strukturellen Veränderung des Bewusstseins und über Hürden und Tricks, wie das zu bewerkstelligen ist. Ins Hirn und ums Hirn herum geht es bei der abenteuerlichen Erforschung des Bewusstseins, wie sie unsere Generation derzeit erleben kann. Kaum haben sich Hypnose, Intoxikation, Schamanismus, Trance Dance und Yoga als psychonautische Techniken zur Reise in den Innenraum der Psyche entpuppt, wandeln sich diese Techniken der neuropsychologisch-elektronischen Revolution, Mind Machines, elektronische Gehirnstimulation, Molekularvertonung und der Cyberspace in der Hand einer neuen Generation von Bewusstseinsforschern, verpassen dem überholten Weltbild des Menschen endlich ein Update, das dem gegenwärtigen Stand der Bewusstseinsrevolution entspricht. Es ist wahrscheinlich, dass am Anfang dessen, was wir den modernen Menschen nennen, die Sprache stand. Am Anfang war das Wort als Logos. Der nächste Schritt wird über das Wort hinausgehen müssen. Das zur bloßen Worthülle verkommene Wort ist heute ein veraltetes Hilfsmittel. Jede Lebensform, die an einem veralteten, eingebauten Hilfsmittel verhaftet bleibt, ist zur Vernichtung verdammt. Es kommt darauf an, die Unzulänglichkeit der Sprache zu erkennen, ihre in die Sackgasse führenden Mechanismen zu modifizieren und sie schließlich aus dem Weg zu räumen. Der Literat und Sprachforscher William S. Burroughs entwickelte eine Virustheorie, die das Manko der Entwicklung von Schrift und Wort analysiert. Er ging davon aus, dass das geschriebene Wort ein Virus war. Ein Virus, der als Auslöser für das gesprochene Wort fungierte, jedoch unerkannt blieb, weil er eine Symbiose mit dem Wirtsorgan Mensch einging. In der modernen Philosophie setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Struktur der westlichen Sprachen immer weniger geeignet scheint, universale Zusammenhänge adäquat zu beschreiben. Nicht weiter hinterfragte Konzepte wie Gott, Geist, Sein als Basis alter Denksysteme werden dekonstruiert. Es scheint, als gäbe es keinen Ursprung und keine Wahrheit mehr. Vielleicht kommen wir der Sache näher, wenn wir das veraltete Werkzeug Sprache in einem weiteren Evolutionssprung abgelegt haben. Ein für diesen Schritt dienliches Werkzeug bildet die Cut-Up-Technik, die der Autor Brian Geisen gemeinsam mit Burroughs entwickelte und in den 60er Jahren erstmals anwandte. Mit einem zufälligen Treffen im Pariser Beat Hotel begann die lebenslange Freundschaft zwischen Geisen und Burroughs und die wohl wichtigste Künstlerkollaboration des 20. Jahrhunderts. Im selben Jahr, als Burroughs mit der Publikation seines epochalen Romans Naked Lunch den letzten großen Zensurprozess der USA auslöste, zerschnitt der Maler und Schriftsteller Geisen Zeitungsartikel in Streifen und arrangierte die Teile willkürlich. Aus diesem ersten Cut-Ups-Experiment resultierte Minutes to Go 1960 mit ersten uneditierten Cut-Ups von Geisen, Burroughs, Gregory Corso und Sinclair Bales. Diese Cut-Ups schienen äußerst zusammenhängend und bedeutungsvoll. Erste Cut-Ups wurden 1960 gemeinsam veröffentlicht. Burroughs entwickelte die literarischen Cut-Ups zum Fold-In weiter, einer Methode, die er erstmals in seinem 1964 erschienenen Nova Express anwandte. Darin begreift er erstmals die Sprache selbst als Virus, als ein virales Transportmittel für neurolinguistische Programmierungen in der sprachlich konstruierten Wirklichkeit. Eine Anschauung, die er 1971 in Electronic Revolutions maßgeblich ausbaut und zu Methoden weiterentwickelt, wie diese Viren unter Einsatz von Kassettenrekordern als Waffen, die das Bewusstsein verändern, eingesetzt werden können. Zur Diskreditierung politischer Gegner, für den Straßenkampf, um Verwirrung zu stiften, für das Vermischen und Dekodieren von Assoziationsketten der Massenmedien, zur Dekodierung und zur konstruktiven Selbstprogrammierung.
Mit der Cut-Up-Methode wurde eine Technik in die Literatur übertragen, die in der Malerei längst als Montage und Collage Anwendung gefunden hatte. Und für das automatische Schreiben der Surrealisten wurde ein praktisch-technisches Instrument verfügbar. Schon bald erwies sich die Cut-Up-Methode als potenzielle Waffe der Kultur- und Kommunikationsguerilla, die dem Mentalismus und der allzu langen nicht hinterfragten Konsensrealität gegenübersteht. Zitat Geisin: Das dualistische Konzept des Entweder-Oder, das uns auf zwei Alternativen festlegt, muss abgeschafft werden. Eine Sache ist nie entweder dies oder jenes, sie ist eine Vielfalt mit unzähligen Aspekten. In der alphabetischen Sprache indes ist das Wort kein Symbol mehr für das, was es darstellt. Das Wort hat keine Abbildfunktion mehr, sondern ist zum abstrakten Code geworden. Die Sprache ist von Gegenständen oder wahrnehmbaren Vorgängen getrennt. Worte, zumindest in der Art, wie wir sie gebrauchen, neigen dazu, uns nicht physische Erlebnisse vorzuenthalten. Das Identischsein, das die ausschließliche Identität von etwas impliziert und keinen Spielraum mehr zur Entwicklung lässt, wird abgeschafft. Wer mit solchen Virusmechanismen der Sprache aufräumt, befreit den Gedankenfluss, schenkt unaussprechlichen Assoziationen, Gefühlen und Traumbildern mehr Bedeutung und eröffnet die Möglichkeit uneingeschränkter telepathischer Kommunikation. So Burroughs in Die unsichtbare Generation, 1970: Alle Assoziationen sind zwanghaft. Verjage sie aus deinem Kopf und füttere die Apparate mit ihnen. Höre auf zu reden, lasse die Maschinen streiten, jammern, reden. Ein Tonbandgerät ist ein externalisierter Bestandteil des menschlichen Nervensystems. Mit dem Tonbandgerät kannst du mehr über dein Nervensystem erfahren und mehr Kontrolle über sein Reaktionsverhalten gewinnen, als wenn du 20 Jahre im Lotussitz verbrächtest oder deine Zeit auf der Couch eines Psychoanalytiker verschwenden würdest. Die Grundlage von Burroughs Theorie der Cut-Ups, die Sprache als Virus zu begreifen, kann besonders im Informationszeitalter als ein nützliches Modell fungieren. Denn wenn man sich heute im Internetzeitalter auf die Suche macht, zum Beispiel nach den Fragmenten der visionären Kultur, dann merkt man schnell, dass die Welt ein Buch aus 7 Siegeln ist. Die Welt besteht aus Gleichnissen, Allegorien und Codes. Nun, wenn die Welt aus Codes besteht, dann können diese Codes auch gehackt werden. Mit dem Boom der digitalen Medien erhält die globale Bürgerschaft, dank Snowden und Wikipedia, mehr und mehr Zugang zu ungefilterter Information, auch in Bezug darauf, wie Politiker und Bankiers, IWF, EZB, Federal Reserve, Goldman Sachs, ihre Taktiken besprechen, wie sie um Macht rangeln. Denn bei den meisten Entscheidungstreffen von NATO, G7 und EU-Treffen bleiben die Türen bislang vor uns verschlossen. Ebenso wie vor Kindern, als müsste die Wahrheit vor uns verborgen werden. Aus dieser machtpolitischen Perspektive heraus umfasst der Kindheitsbegriff alle Bürger. Denn auch Erwachsene werden wir wie alte Kinder behandelt, manipuliert, getäuscht und dazu verleitet, den Machtanspruch des Status quo nicht in Frage zu stellen. Was wir derzeit beobachten, die Ukraine und Syrien sind da beispielhaft, ist der zunehmende Krieg zwischen souveränen Staaten und transatlantischen Machtgruppen. Der Council of Foreign Relations, die Bilderberg Group, die Trilaterale Kommission, das Royal Institute of Foreign Affairs oder das Project for a New American Century, PNEC, sind einige Namen transatlantischer Machtbündnisse, die von jedem Staat unabhängig sind. Wie die EU-Vorsitzenden werden diese weder vom Parlament noch von der UNO kontrolliert, noch sind sie einer Institution zuzuordnen, welche die eigentlichen Interessen der Menschheit und Umwelt vertritt. Geheimdienste, Medien und Wirtschaft werden von diesem medial-militärisch-industriellen Komplex instrumentalisiert, es werden Daten gestohlen, das gesamte planetare Leben ausgebeutet und politische Strukturen werden untergraben. Der Rechtsstaat nimmt mehr und mehr den Charakter eines Überwachungsstaates an, mit unabsehbaren Konsequenzen, sollte er künftig in die tyrannischen Hände eines anderen geraten. Es droht eine Zukunft der Tyrannei und die Plünderung der globalen Ressourcen, das Humankapital mit einbezogen. All unsere politischen Systeme wandeln sich rasant in eine neue Weltordnung.
dieses gigantische Managementsystem, das uns alle zu führen, zu steuern und zu kontrollieren trachtet, unsere Seelen und Träume inbegriffen. William Burroughs beschrieb das so: Die Strategie der Massenmedien beruht auf maschinell programmierten Vorgängen. Sie benutzen den Körper quasi als weiche Schreibmaschine, auf der sie den Code eintippen. Ihre Kontrolle beruht darauf, dass sie uns auf bestimmte Assoziationsketten festlegen. Werden diese Ketten zerschnitten, sind die Assoziationsketten unterbrochen. Deshalb ist der Code so wichtig. Ganz gleich, ob die DNA nun uns kontrolliert oder wir unsere DNA, stellt sich die Frage, inwiefern wir infiziert sind und in welchem Maß uns die falschen Träume des Marktes und der Mächtigen eingetrichtert wurden, in welchem Umfang sie bereits Teil unserer DNA geworden sind. Inwiefern wir fehlgeleitet und unterjocht werden von einem Traum, den wir nicht akzeptieren und an den wir gar nicht wirklich glauben können, weil er überhaupt nicht der unsere ist. Ein in der heutigen Neurowissenschaft genutztes Modell, das das Bewusstsein zu erklären versucht und das Entstehen der Erfahrung von Realität verdeutlicht, ist das vom Chemiker und Naturphilosophen Albert Hofmann verbalisierte Sender-Empfänger-Prinzip. Zitat: Damit Wirklichkeit entsteht, benötigt es ja erstmal jemanden, der die Wirklichkeit erlebt, und eine Wirklichkeit, sonst kommt ja das nicht zustande. Es braucht ein Subjekt, das etwas erlebt, und es braucht etwas, das erlebt wird. Und ich bediene mich der Metapher des Fernsehens. Damit ein Bild entsteht, braucht es einmal einen Sender. Und es braucht einen Empfänger. Und es braucht die Antennen. Und bei der Bildung dessen, was wir Wirklichkeit nennen, funktioniert die Außenwelt, die materielle Welt, als Sender. Und die Antennen, das sind unsere Sinnesorgane. Und der Bildschirm sozusagen ist dann eben das Bewusstsein, wo die Impulse, die von draußen hereinkommen, transformiert werden in ein lebendiges Bild der Außenwelt. Also draußen ist objektivierbar nur Materie und Energie. Alles andere, was wir von der sogenannten Wirklichkeit erleben, ist subjektiv und geschieht nur im Individuum, nur in mir. Nur ich kann Farbe sehen, nur ich kann hören, nur ich kann fühlen. Und das ist ganz entscheidend. Denn das heißt, die Welt entsteht im einzelnen Individuum. Jeder Mensch schafft sich seine eigene Welt. Jeder Mensch ist eigentlich ein Schöpfer und hat kosmogonische Fähigkeiten. Doch so wie bislang jedes Programm an den Grenzen der Fantasie und Bedürfnissen des Erforscherdrangs seines Programmierers es endet, so existiert in unserer DNA ebenfalls noch ein Programm, welches seine Grenzen hat und durch Jahrhunderte andauernden sozialen Kontrolle geprägt wurde. Beide dieser Systeme müssen zerlegt, fragmentiert und in eine neue Ordnung gebracht werden, die unserem authentischen, sprich wahren, supermenschlichen Wesenskern entspricht. Was es anzustreben gilt, ist die visionäre Offenbarung. Die Erfahrung der Erleuchtung, die göttliche Schau, in der wir nicht länger als wir selber existieren, sondern zu dem werden, was der Mensch Licht nennt. Der nur scheinbare Widerspruch ist, dass wir völlig ausgeglichen und integer werden müssen, um uns aufzulösen, um zu Nicht-Existenz, zu Licht zu werden und uns explosionsartig, simultan in alle Richtungen auszubreiten. Als in den 60er Jahren erstmals Millionen junger Menschen Zugang zu dieser visionären Datenbank hatten und ihre mystischen Erfahrungen tätigten, blieben die meisten von ihnen dennoch begrenzt durch die Macht eines inneren Programms. Dazu ein Zitat von John Lilly: Alle menschlichen Wesen, alle Personen, die in der heutigen Welt das Erwachsensein erlangt haben, sind programmierte Biocomputer. Keiner von uns kann seiner Natur als programmierte Wesenheit entkommen. Buchstäblich, jeder von uns ist vielleicht nur seine Programmierung, nicht mehr und nicht weniger. In der Programmierung liegt der Schwerpunkt dieses Universums. Es ist nicht die sichtbare Hardware, sondern die unsichtbare Software, der Bauplan. Nicht das Gebäude, sondern der Geist. Nicht Materie, sondern der Zwischenraum. Und nicht die Zellen, Moleküle und Atome an sich. Ebenso wie das Bewusstsein genannte Innenraum, wie der Bewusstsein genannte Innenraum der Psyche mehr ist als nur Nervenzellen, Neuronen, Synapsen und Hirnchemie,
So bestehen auch wir aus Abertausenden von bioelektronischen Schaltkreisen und Abermillionen von Einstellungen, die entweder an oder aus sind und oder zwischen den beiden Zuständen wechseln. Dies ist die Hardware, das, was wir sehen und bemessen können, bis wir alle Einzelteile auseinandernehmen und feststellen, dass sie in sich die dem Zusammenhang entwachsenen Fähigkeiten verloren haben. Wenn wir indes alle Programme im Zusammenhang betrachten, erkennen wir die Software des Universums, ein unsichtbares und allgegenwärtiges Netzwerk, welches das Universum zu einem kybernetischen System macht, in dem jedes Programm alle anderen beeinflusst und im Gegensatz von allen anderen und vom Ganzen abgedeckt, gestützt und bedingt wird. Nun mögt ihr einräumen, haben wir menschliche Wesen nichts, was als Softwareprogramme beschrieben werden könnte. Doch unter Menschen macht die Software dieser kleinen Programme aus, was wir den freien Willen nennen, die privaten Programme der all der unerträglichen Unterschiede, das unabdingbare Schicksal und die Meme und Programme unserer Umwelt. Michel Montegrossa, Autor des Buchs Die Sonnenrevolution, schreibt dazu: Lebende Zellen besitzen ihre DNA-Ketten, die all die chemischen Aktivitäten der Zellen steuern und sie zu einem lebendigen Wesen machen, einem Organismus, der nicht nur zum Atmen und Essen fähig ist, sondern auch darin, Mitschöpfer zu sein. Oberhalb dieses Programms steht das Programm für alle, für das gesamte Leben auf dem Planeten, die Biosphäre, die wiederum dem Programm des Sonnensystems und darüber hinaus dem Programm der Galaxie unterliegt. Wir Menschen sind Teil dieses interplanetaren galaktischen Programms und sollten beginnen, die folgenschweren Erinnerungslücken zu überbrücken, die uns davon abhalten, die Geschichte und die Entwicklung der gesamten DNA als die unsere anzuerkennen. Das menschliche Gehirn als eine lokale Agentur der Sonne ist eine multidimensionale Matrixwelt und kann mit dem Sender-Empfänger-Prinzip unserer hochentwickelten Technologie verglichen werden. In jedem menschlichen Wesen existiert eine ganze Hierarchie von Programmen, derer wir uns meist nicht bewusst sind. Aber je höher das Programm, umso mehr wird es eins mit der Gesamtheit aller menschlichen Programme, der Gesamtheit der Menschheit und der Einheit des Lebenskollektivs an sich. In der allumfassenden Erfahrung ozeanischer Selbstentgrenzung kann das Programm ungeteilt und eins sein mit dem höchsten universellen Programm. Dazu ein Zitat von dem Mystiker Angelus Silesius: Das Brot der Herr in uns wirkt wie der weisen Stein. Er machet uns zu Gold, wo wir geschmolzen seien. Dann wird das Blei zu Gold, der Zufall fällt dahin, wenn ich mit Gott durch Gott in Gott geeinigt bin. Unsere gewohnte Weltsicht bietet keinerlei Erklärung und Konzept dafür, wie Geist auf die Materie wirkt, weil nicht wahr sein darf und was nicht wahr sein, weil nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Aus diesem Grund verkörpert der Medienschamanismus und die visionäre Kultur der Hightech-Heiden das Rauschen im System, das die Dinge erkennt, die nicht enthüllt, und die Fragen stellt, die nicht gefragt werden sollen. Dieser Charakterzug verdeutlicht die Psychologie des Schamanismus bzw. Heidentums als grundlegende Psychologie der Subversion. Da beide die Charakteristiken in sich schlüssiger Informationssysteme besitzen, sind sie der klassische Feind aller religiösen und staatlichen Doktrinen. Ihr alternatives Realitätsmodell und dessen abermalige Etablierung war allzeit eine Bedrohung für Kontrollsysteme und staatliche Establishments. Bei seinem TED-Talk stellt der US-amerikanische Autor und Forscher Graham Hancock fest: Unsere Gesellschaft hat dem Bewusstsein den Krieg erklärt. Und wenn es uns als Erwachsenen nicht erlaubt ist, souveräne Entscheidungen darüber zu fällen, was wir mit unserem eigenen Bewusstsein anstellen, so hat das Wort Freiheit keinerlei Bedeutung. Dies schließt die Entscheidung mit ein, alte, heilige, visionäre Pflanzen auf verantwortungsvolle Weise zu uns nehmen zu dürfen. Natürlich immer vorausgesetzt, niemand anders kommt dabei zu Schaden. Es ist schlicht nutzlos und heuchlerisch, wenn wir als westliche Gesellschaften der ganzen Welt unsere Form der Demokratie aufzwingen wollen, während wir weiterhin selbst vor dieser massiven Fäule im Kern unserer eigenen Gesellschaft die Augen verschließen und den Menschen nicht einmal zusprechen,
individuelle, souveräne Entscheidung über das eigene Bewusstsein zu treffen. Vielleicht mag es sogar sein, dass wir uns als Menschheit selber den nächsten kritischen Schritt in unserer eigenen Evolution verweigern, indem wir diesen Missstand weiterhin tolerieren. Und wer weiß, vielleicht verweigern wir uns damit noch weitaus mehr, unser eigenes Schicksal zur Unsterblichkeit, der Unsterblichkeit. Albert Hofmann, Zitat: Alle, die je zuvor erwacht sind, wissen, dass die Schöpfung die ursprünglichste Beziehung der Manifestation der spirituellen Welt darstellt. Bücher und von Menschen verfasste Texte dienen in unserer Zeit nicht mehr länger als Basis und Quell unseres Glaubens. Wir müssen mit unseren eigenen Augen schauen, mit all unseren Sinnen fühlen, mit geöffneten Toren der Wahrnehmung, um die Welt als das zu erfahren, was sie wirklich ist, in ewiger Gegenwart, unendlich und zauberhaft. Die Notwendigkeit der Erneuerung überholter Paradigmen und verstaubter Glaubenssätze erfordert es, die Darstellung der alten Welt zu zerstückeln und das Abbild einer wünschenswerteren Welt nach eigenem Gutdünken zusammenzustellen. Es ist eine weitere Medien-Guerilla-Technik des Medienschamanismus, der den Begriff Technik um die archaischen Techniken der Ekstase erweitert und Technik für Ritual, Meditation und einen spirituellen Tagesplan und als Konzentrationshilfe nutzt. Die bei der medialen Erfahrung freigesetzte Energie kann im rituellen Kontext auf verschiedene Resultate wie Trance, das Verschmelzen mit Pflanzen oder Tierwesen, dem Kontakt zu Ahnen oder auf Heilung ausgerichtet werden und zeitbegrenzt gar in unterschiedliche Bereiche gelenkt werden. Derzeit Rituale sind Gegenmittel zur kulturellen Hypnose und Amnesie, in der wir uns derzeit noch kollektiv befinden. Wie bei den Heilern und Priestermagiern der Urzeit, so beruht auch unter Hackern, neuronalen Alchemisten, Wetware-Ingenieuren und Realitätsdesignern das Ziel, derart magische Übungen im Ritual, die Traumvision und Utopien zu erschaffen, die im Maßstab 1:1 in das Realitätsfeld eingewoben werden. Es wird also ein Netz in die Wirklichkeit imaginiert, die Vision einer künftigen Realität, in der sich die noch herrschenden Strukturen aufgelöst haben. Die Magie der alten Religion und des mitteleuropäischen Schamanismus wurzelt demnach in Trance-Techniken. Und wie der achtsame Leser es an diesem Punkt angekommen nicht mehr in Frage stellen wird, stand der Einsatz bewusstseinserweiternder Pflanzen dementsprechend im Mittelpunkt. Die von Lehrern und Devas beseelten magischen Pilze und Pflanzen dienten den Druiden und Hagezussen genannten Hexen als magische Werkzeuge. Man nutzte sie als astrale Flatrate-Verbindung zur Weltenseele genannten kosmischen vegetativen Intelligenz der Erde. Dabei fungieren unterschiedliche aus magischen Heilpflanzen gewonnene chemische Botenstoffe als Applikation, die dem User unsagbare Fähigkeiten in den Aufbau der Wirklichkeit zu übermitteln vermochten. Der Schamanenpriester war Spezialist in der Technik der Ekstase und er wusste um diese Funktion des Soma als kulturelles Enzym und Mantren, Epen, Lobgesängen im Ritual. Nur er besaß die magische Gabe, das Erregen von Ekstasen von einem mehr oder weniger spontanen Gruppengeschehen zu einer dauerhaften sozialen Struktur zu entwickeln. Als die Römer erst erkannt hatten, dass nur die Druiden befähigt waren, den Widerstand zu bündeln und auszurichten, ließ Julius Caesar sie verfolgen und töten. Seither wurde die korrekte Seinsweise der Jugend als Hoffnung und Gewissen der Kultur systematisch und wiederholt von ihren historisch-traditionellen Wurzeln abgespalten. Wurzeln, die über die Punks, Hippies, Rebellen, Beatniks, Dadaisten, Bohemians, die Sozialisten, Romantiker, Philosophen, Alchemisten, Quäker und Mystiker bis weit zu den Heiden, Hexer, Ketzern, Druiden und Schamanen zurückreichen. Diese Unterdrückung, Befremdung und Kanalisierung des jugendlichen Geistes ist gleichfalls eine sich wiederholende Geschichte. Unterstützt von Aktiengesellschaften und Industrieverbänden bemächtigen sich Firmen, Regierungen und Medien aus Profit-Feed-Gründen der Jazz, Beat, Rock, Techno, Hip-Hop und Trance-Musik. Sie befassen sich mit den Inhalten all dieser im Aufbruch befindlichen Jugendbewegungen, nur um sie zu bändigen,
zu vermarkten und ihrer radikalen Fähigkeit zu berauben, mittels Heil- und Rauschpflanzen und primitiver Ritualmusik eine stammesähnliche Vereinigung und damit die Möglichkeit für gesellschaftlichen Wandel und innere Ekstase zu formieren. Douglas Rushkoff, Professor für Medienkultur an der New York Universität, warnt daher: In einer Zeit, in der die meisten authentischen Ausdrucksformen der Jugendkultur von Medienkonzernen vermarktet werden, ist die Subkultur einige der wenigen unkorrumpierten Nischen. Und Terence McKenna deklarierte es so: Die Funktion, die Rock'n'Roll in den 60ern innehatte und die Technomusik in den 90ern spielen sollte, beruht darin, Beispiele für die Jugendkultur zu schaffen und mit der elektronischen Kultur Schamanen für das globale Dorf hervorzubringen. So ist es an der Zeit, zu Beginn des 21. Jahrhunderts die schamanischen Techniken nicht länger mehr als etwas Exotisches oder entfernt Heiliges zu betrachten, sondern vielmehr als wirksame Bewusstseinstechnologie gegen die kollektiv verbreitete Amnesie. Die archaischen Techniken vergessener Magie vermitteln uns menschlichen Wesen eine neue Haltung zur lebendigen Erde. Denn der Biocomputer, das alle großen Geheimnisse der Welt enthaltene gigantische Datenarchiv, ist einfach die Erde selbst, mit allem, was auf, unter und über ihr fleucht, kreucht, fließt, wächst und wandelt. Formt sie und birgt sie in sich die lebendige Bibliothek. Es sind die Lebensbücher der Akasha-Chronik, welche die Schamanen, Heiler, Weisen und Heiligen und Entrückten aller Zeiten und Kulturen zu lesen wussten. Um die Eindrücke und Informationen des lebendigen Universums bzw. der fließenden Natur der Dinge, die unsere DNA in sich speichert, abzurufen und nicht zu verfälschen, wird der Adept oder Schüler der visionären Kultur an einem gewissen Punkt seiner Entwicklung ein Übergangsritual zu durchlaufen haben. Diese Initiation ermöglicht das Löschen der persönlichen Prägung, sprich der egozentrischen, zwanghaft auf sich selbst bezogenen Geschichte und Perspektive des Individuums. Von da an lichten sich die Schleier der Welt, die Wahrnehmung des Initianten wird erweitert und wir beginnen uns an apersonale und transpersonale Bereiche zu gewöhnen. Um diese Zukunft klar zu formieren, gilt es, die Vorstellung der eigenen Identität zu überprüfen. Erst das Erkennen der inneren Ebene lichtet den Schleier der Illusion. Und es sind keine Traumwelten, die hinter diesem Schleier existieren, sondern multidimensionale Realitäten. Wenn der Zeitpunkt kommt, dem Ruf der Seele zu folgen, ist dies der erste Impuls, sich auf einer höheren Ebene mit der eigenen Existenz zu konfrontieren. Konfrontation bedeutet, bereit zu sein, Identität neu zu erfahren, Strukturen von Begrenzung als Illusion bewusst werden zu lassen und zu überwinden, um der Entfaltung eines Bewusstseins beiwohnen zu dürfen, das unabhängig von Prägung und Konditionierung existiert. Das Wissen um diesen Prozess macht die Psychologie des Heidentums also zu einem sehr subversiven Mittel. Als Rauschen im System manifestiert es sich in den zahlreichen Netzwerkknotenpunkten der wachsenden globalen Gemeinschaft. Entsprechend wichtig ist die vertiefte Auseinandersetzung mit den Memen Wetware und Code. Geht es doch im Grunde um die Programmierung und Deprogrammierung des menschlichen Biocomputers, eloquent veranschaulicht durch die Software-Hardware-Metapher von Terence McKenna. Die Erde ist die Hardware, auf der sich die Software der Biologie entwickelt. Die Biologie ist die Hardware, auf der sich die Software der Kultur entwickelt. Die Kultur ist die Hardware, auf der die Software individueller Persönlichkeit abspielt. Es bildet sich eine hierarchische Struktur heraus, bei der jede vorhergehende Ebene zur Hardware für die Software der nächstfolgenden Ebene wird. Und so können wir den Prozess fortführen. Die individuelle Persönlichkeit ist die Hardware, auf der künftig die Software von was aufgespielt wird. Das ist die große Frage, die in diesen Tagen gestellt und beantwortet werden wird. In der Provinz des Geistes ist das, was man als wahr erachtet, entweder wahr oder es wird innerhalb bestimmter Grenzen wahr.
Diese Grenzen gilt es durch Erfahrung und Experimentieren an sich selbst herauszufinden. Einmal herausgefunden, stellen diese Grenzen sich als weitere Anschauungen heraus, die transzendiert werden müssen. In der Provinz des Geistes existieren keine Grenzen. Das Gehirn ist ein Biocomputer und seine gesamten Überzeugungen können verändert und umprogrammiert werden, so John Lilly. Medienschamanen nutzen hochtechnologische und archaische Methoden, um sich selbst und andere zu berühren und mit den Kräften des Chaos und der Natur zu kommunizieren. Sie sind auf der Visionssuche nach ungetrübter Kommunikation mit dem Geist in der Materie, sei es in der Halbleiterintelligenz oder in der organischen Welt des Chaosdrachens Erde. Was Häuptling Seattle 1856 in seiner Rede »Wir sind ein Teil der Erde« als Lebensgewebe, in dem wir Menschen nur eine Faser sind, bezeichnete, umschreibt das wohl ausgeklügelste kybernetisch-biologische Netzwerk, das unser Erdenplanet in seiner evolutionären Laufbahn hervorgebracht hat. In seinem Brief vom 29. Februar 1962 formuliert es der englische Schriftsteller Aldous Huxley an den LSD-Entdecker Albert Hofmann, indem er den Entdecker der originalen Moksha-Medizin sah, folgendermaßen. Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Erfahrung der Transzendenz und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. Diese Einswerdung mit der Schöpfung ist nur schwer in Worte zu fassen, denn sie ist an sich Urgrund und Basis aller Einsicht, Vergebung, Gnade, Demut, Liebe und seelischer Heimkehr. In die Überintelligenz der in diesem Super- bzw. Meta-Organismus inhärenten Interspezies-Kommunikation einzutauchen, bedeutet im Buch des Lebens zu lesen, der in Natur und Kosmos selbst verkörperten lebendigen Bibliothek. Diese Überwindung der Trennung und Einswerdung mit der Schöpfung war im Grunde das Ziel aller Mysterienkulte des Altertums. Jener Zugang zur höchsten Software ließ Urkult, Kultur, Folklore und Schrift entstehen, ließ den Menschen auf Erden zur dominanten Spezies werden und die Technologie zu seinem wichtigsten Begleiter. Und auf ihrem Weg brachte die Vermählung dieses magischen Brautpaars von Mensch und Technologie ein völlig neues Bewusstsein, eine neue Form der Intelligenz hervor. Es war im Jahr 1949, als John Lilly eine Ausstellung besuchte und auf die Computer-Design-Ideen von Britton Chance traf, was ihn zu seinem Buchprojekt »Der menschliche Biocomputer« inspirierte, das 1967 erschien. Darin verglich er, mit dem in ihm gereiften Verständnis, die Datenverarbeitung der seinerzeit neuen Computern mit der des menschlichen Gehirns und half dem Begriff Wetware ins Leben. John Lilly war einer der weitsichtigsten Pioniere der Wissenschaft des 20. Jahrhunderts, ein mutiger Abenteurer, dessen Suche nach Realitäten uns äußerst erstaunliche Einsichten verfügbar gemacht hat. Zum einen bezüglich der Daten und Modelle der Selbstprogrammierung hin zu einem ganzheitlichen Realitätskonzept, zum anderen in Bezug auf die so dringlich benötigte Metakommunikation mit dem planetaren Gesamtorganismus. Die Einsichten beider Forscher werden uns künftig noch Hilfestellung leisten bei der Bewusstwerdung des Mysteriums und dabei, was es bedeutet, als menschliches Wesen zu existieren in einem immerwährend geheimnisvollen Universum. Noch liegt es in der menschlichen Wesensart, an alten Programmen festzuhalten, die in früher Kindheit eingeimpft wurden, und somit die gleichen Verhaltensmuster zu wiederholen. Aus derartigen, meist unnatürlichen und daher krankhaften Verhaltensmustern auszubrechen, erkannte John Lilly als eine der wohl notwendigsten Aufgaben auf dem Weg der freien Persönlichkeitsentfaltung und Selbstfindung, sprich Individuation. Es mag wie ein weit gestecktes Ziel erscheinen, die Erfahrung des menschlichen Bewusstseins zu reaktivieren, sich als Teil der Erde zu erfahren und mit sich den ganzen Planeten als beseeltes Gesamtkunstwerk. Aber wenn das Gehirn ein Biocomputer ist, dann können seine gesamten Überzeugungen auch dementsprechend programmiert werden.
Der synergetische Wandel von der linken zur rechten Hirnhälfte ist im vollen Gange. Und damit einher geht die Entwicklung eines Nervensystems, das zu geistiger Evolution und zu harmonischer Koexistenz mit dem planetaren Ganzen befähigt ist. Das Zerlegen oder Zersetzen, das Umwandeln und das erneute Zusammenfügen der Bestandteile der Welt kennen wir nicht erst seitdem wir ins digitale Zeitalter übergetreten sind. Nicht ohne Grund erinnern uns die Möglichkeiten des Rearrangierens, die wir mit der Zuhilfenahme unserer Hochtechnologie anhand bekommen haben, an das alchemistische Axiom Solve et Coagula, trenne und verbinde. Das Trennen und wieder Zusammenfügen bezweckte die stetige Reinigung und Veredelung des Reagenzglasinhalts und des Alchemisten selbst. Die Reise in den Innenraum der Psyche ist Bestandteil der alchemistischen Tradition. Wie zu Beginn geschildert, sahen die als Ketzer verurteilten Gnostiker des 2. Jahrhunderts die sichtbare, materielle Welt nicht als Gotteswerk, sondern als Schöpfung eines Bewirkers aus höheren Sphären, eines Halbgottes, den sie Demiurgen nannten und der uns als Funken göttlichen Geistes in der Materie gefangen hält. Gnostische Prinzipien wie der Schlafende muss erwachen oder die Geburt des neuen Menschen sind ein Verweis auf diese Rückführung und Heimkehr der Seele ins Lichtreich. Für den, der über die Grenzen der Dualität hinausgeschaut hat, existiert die innere Gnosis, die Erkenntnis, dass wir alle eins sind mit der Schöpfung, dass alles eins ist und einzig und allein eine Wahrheit existiert, die sich in unterschiedlichen Gestalten, Eigenschaften oder Worten manifestiert. Besonders wirkungsvoll lässt sich diese Flow-Erfahrung durch die Zuhilfenahme entheogener Drogen gestalten. Ihr Gebrauch wurde daher in alten Kulturen stets in einem religiös-zeremoniellen Rahmen eingebaut. Ein weiteres Zitat vom Albert: Dann kann das Erlebnis zu dem werden, wonach der Mensch seit jeher sucht, zur Unio Mystica und der damit verbundenen Glückseligkeit. Wem einmal im begnadeten Augenblick die Augen, das äußere und das innere Auge aufgegangen sind, der vermag es auch, sich im Alltagsbewusstsein den Wundern der Schöpfung gewahr zu werden. Die alltägliche Wirklichkeit prägt uns und lässt uns zu Materie geworden die Welt der Materie erfahren, wohin die nicht alltägliche Wirklichkeit uns zu Licht bzw. Energie geworden, das Welle-Sein im Lichtreich erfahrbar werden lässt. Wir alle sind vertraut mit diesem Hinübergleiten vom Tag zum Traumbewusstsein und schon spontan erschrocken, wenn der geronnene Aspekt des menschlichen Geistes wieder seinen ursprünglichen Wesen entsprechende Energieform annimmt. Der Betrachter von der fixierten Perspektive befreit wird und die Schwerkraft und alle irdischen Gesetzmäßigkeiten ihre Gültigkeit verlieren. Daher wird dieser Wechsel von Materie zum Lichtkörper beim Schlaf auch der kleine Tod genannt. Diese Transmutation, dieser Wandel, den alle Menschen im Übergang zum Traum und Tod erleben, wird erfahrbar im kultischen Ritus indigener Übergangsrituale, in der psychedelischen Erfahrung, in der Narkose, beim Orgasmus, beim Meditieren, im kreativen Flow-Tanz und im modernen Trance-Tanz. Dabei gilt es, unsere als körperliche Wesen ab antrainierten alltäglichen Begrenzungen nicht in die geistigen Sphären zu übertragen. Vielmehr sollten wir das im Tanz-, Traum- und Rausch erfahrene Einssein mit in unser Alltagsbewusstsein einfließen lassen. Das hieße, Wachsamkeit anzustreben und dem traumlosen Schlaf zu entsagen. Der Übergang vom atomistisch geprägten Bewusstsein der Trennung hinein in die kosmische Allverbundenheit führt zu dieser transpersonalen Einheitserfahrung. Die als Gottheit verehrte Weltenseele ist kontaktierbar. Das Paradies und die Unendlichkeit im Jenseits sind allgegenwärtig. Reiset sanft, nicht linear und mit Lichtgeschwindigkeit, denn wie Pierre Teilhard de Chardin einst schrieb, wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die das Menschsein erfahren. Und damit beende ich diese Lesung mit einem Zitat von John Lilly. Meine Philosophie
Bleibe nicht an einer festen Weltanschauung hängen, einer Anordnung sicherer Vermutungen, einer bestimmten Art zu leben. Experimentiere mit dem Leben, mit der Liebe. Starte deine Erforschungen der Wahrheit und des tatsächlichen Grades an Freiheit des Lebens, der Liebe, der menschlichen Verfassung, innerhalb des Selbst und des Lebensstils. Bewege dich in neue Räume, jenseits deiner momentanen Konzepte, über das Mögliche, das Wahrscheinliche, über bestimmte wahre Gegebenheiten hinaus. Die inneren und äußeren Wirklichkeiten sind weit interessanter, als ich es bislang erfahren habe. Die Tiefen des Raumes sind viel interessanter als nachvollziehbar. Das Jenseits im Inneren, das Unendliche im Äußeren. Liebe und Leben sind die Grundlage, Feindseligkeit ist überflüssig, Angst ist Unsinn, Tod ist ein Mythos. Ich bin ich. Danke. Kommst du zu mir? Ja, wunderbar. Auch die Anknüpfung der Psychedelik an den Medienschamanismus und an die Hypermoderne, könnte man sagen. Mir kommt gerade das Zitat von Timothy Leary, wo er sagt, ich glaube, es war in Mannheim, dieses Motto, from psychedelics to cybernetics. Da wollte ich dich nochmal dazu fragen, wie meinst du, du warst, glaube ich, sogar dabei. Ich habe damals gefilmt. Ja. Wunderbar. Genau, das ist ja eine spannende Perspektive, dass sozusagen der High Priest of Psychedelics diese Perspektive eröffnet und sagt, from psychedelics, also vom Psychedelischen, zur Kybernetik. Und auch die Arbeit, die er schon in den Anfängen der Computertechnologien und so weiter gesehen hat. Man merkt beim Timothy Leary, dass seine psychedelischen Erfahrungen ihn sehr, sehr tief in die Sache reingebracht haben. Schon sehr früh in den 70er Jahren, in den 60er Jahren. Das heißt, er hat natürlich dieses kybernetische Wesen, diese Software des Universums, schon in den 60er Jahren erfahren. Und deswegen war er auch entsprechend überzeugt und war sozusagen der Prophet der Psychedelik, weil er ging davon aus, was man ihm nicht übel nehmen sollte, dass jeder Mensch das erfährt, was er erfahren hatte, wenn man nur LSD nimmt. Was natürlich nicht der Fall ist. Ich meine, der Timothy hatte schon Psychologie studiert und sagt zwar auch bei der Maria Sabina in dem Ritual in den 5 Stunden mit den magischen Pilzen hätte er mehr gelernt als in 15 Jahren Psychologiestudium. Aber er war schon auch ein cleveres Kerlchen sozusagen. Nur dass jeder Mensch da ankommt, wenn er LSD nimmt, das ist natürlich nicht der Fall. Das war ein Trugschluss. Heaven and Earth. Ja, genau. Heaven and Hell. Das Spektrum ist viel zu groß, als dass nicht jeder einzelne von uns mit seinen eigenen Mitbringseln und mit seinen eigenen Einflüssen nicht mitentscheiden würde, wo die Reise hingeht. Aber Timothy ist natürlich auch durch die viele Cutting-Edge-Entwickler, Jaron Lanier, der den Cyberspace-Handschuh entwickelt hat, waren halt enge Freunde von Timothy, der Mondo 2000-Verleger auch, der Are You Serious hat er sich genannt. Das war natürlich eine Clique um den Timothy Leary rum, die auch mit neuer Technologie und mit Cutting-Edge-Science sozusagen zu tun hatte. Insofern war der Schritt für ihn bestimmt kein großer, diese 2 Punkte zusammenzunehmen. Okay. Ich meine, wenn wir uns anhören, was Platon oder Homer berichten über Eleusis und ihre Erfahrungen, dass sie eben jetzt wissen, dass alles von Zeus kommt und dass
nichts verloren geht und man keine Angst vorm Tod haben muss und so. Das ist natürlich auch ein Verweis darauf, dass sie irgendwo in den Aufbau der Wirklichkeit oder in die Software des Universums auch reingeschaut haben, ne? Um dann ihre Lobpreisungen zu dichten und zu verfassen und so. Ja, der Timothy, der war damals auf einer kleinen Europatour und zum Glück eben ist er auch nach Mannheim gekommen, eingeladen worden von Werner Pieper und von dem BrainTech, das es damals dort gab, ein kleines Start-up-Unternehmen mit Brain Machines, also Mind Machines. Und das war, also wir haben damals, als wir ihm zugehört haben, ich habe vieles nicht verstanden, wenn er vom Internet geredet hat und so. Und ich merkte auch, wenn ich mich umguckte im Publikum, viele wussten noch nicht, was eine E-Mail ist und hatten noch nie eine geschrieben und so. Aber er wusste halt schon, wo wir alle in 10, 15 Jahren oder 20, auch jetzt, wo wir alle sein würden oder vor 5 Jahren schon waren. Und insofern war das ein vorausschauender Moment und ein vorausschauender Abend, so der Abend mit Timothy Leary. Ja. Bis hin zu der Wortverschmelzung from Cyberdelic sozusagen, wo praktisch das Kybernetische und auch die modernen Technologien mit eben dem Gebrauch von Substanzen und auch dem Verständnis von Psychedelik verschmelzen. Also und das dann schon so früh. Also da schließt natürlich gleich dann eine Frage an, du hast mehrmals vom Medienschamanismus gesprochen. Das ist ja auch etwas, was erstmal nicht gleich zusammengeht, weil Schamane sieht man erstmal sozusagen das Natürliche, vielleicht sogar das Archaische und so weiter. Und auf der einen Seite dann Medien, also mit zum Beispiel schon wieder bei Hochtechnologie und so weiter. Da liegt in dem Begriff ja auch schon von einer Verschmelzung von Schamantum und Medien im Allgemeinen. Wie bist du zu dem Begriff des Medienschamanen gekommen und was verstehst du unter Medienschamanismus? Also für mich, ich bin ja eine Zeit lang ziemlich viel gereist und habe regelmäßig Events oder Chill-Out-Ambient-Bereiche aufgebaut, auf Partys und so. Und war insofern schon viel als planetarer Bewohner unterwegs sozusagen, in Hotels und an Nichtorten, oftmals nicht zu Hause, in fremden Ländern. Zudem habe ich dann verstanden, was der Marshall McLuhan, ein Medientheoretiker, ein guter Freund vom Timothy Leary auch, was der verstanden hatte, nämlich dass das globale Dorf, ist ein Begriff, Global Village, eigentlich auch aus Medien, auf Medien aufbaut sozusagen. Das ist das Gefühl, dass wir in einem globalen Dorf weltweit leben und dass wir alles mitkriegen von überall. Das hat er beobachtet, dass Zeit und Raum sich irgendwo verdichten oder scheinbar die Distanz abnimmt und zeitliche Übermittlungen schneller werden und hat halt diesen Begriff Global Village, globales Dorf geprägt. Und mit der Beschäftigung mit dem Schamanismus wiederum wurde mir klar, dass der Schamane hatte eigentlich in den indigenen Kulturen, bei den eingeborenen Völkern seine Aufgaben sind. Kernaufgaben handeln von dem Erhalt der Stammesverbundenheit, also der stammesinneren Beziehungen, dass die gesund und gut und eng sind und man sich besser liebt als nur schätzt, sondern und hat zu tun mit psychischer Hygiene, die Basis dafür ist. Psychische Hygiene, Psychohygiene, wenn die nicht da ist, ist auch irgendwie die Stammesverbindung gestört. Und deswegen, als mir das klar wurde, war es eigentlich, musste ich nur eins und eins zusammenzählen und ich dachte mir, okay,
Also das, was die Schamanen früher für ihr Dorf gemacht haben, eigentlich bräuchte es eine Instanz fürs globale Dorf, die sich um diese Aspekte, die der Schamane vermittelt und als Bewahrer der Pflanze-Mensch-Symbiose auch, was der für Schätze mit sich trägt, das müsste es eigentlich auch fürs globale Dorf geben. Und deswegen kam ich dann auf den Begriff Medienschamanismus. Ja. Das war ja eigentlich, ist es ursprünglich, habe ich gedacht, okay, womöglich erschaffst du damit ja eine neue Kunstform auch und bietest es mal an, für andere Menschen auch das zu adaptieren. So. Ja, aber es baut sich eigentlich zusammen aus dem Verständnis vom globalen Dorf und der Aufgabe des Schamanen. So. Viel im Flusser, der auch über die telematische Gesellschaft viel gearbeitet hat und beschrieben hat, wie durch diese modernen Technologien wir tatsächlich mehr und mehr zusammenwachsen und Raum und Zeit, wie du das sagst, mehr und mehr verschmelzen. Den hatten wir auch schon ein paar Mal hier zum Thema im Rahmen der Future Talks. Und deswegen finde ich das spannend, dass praktisch, ich meine, deswegen hatte ich auch auf die Renaissance der Psychedelik hingewiesen, dass da praktisch das jetzt nicht ein Thema der 60er, 70er Jahre ist, wo man sagt, okay, Haken dahinter, sondern dass es da neue Verschmelzungen gibt, auch mit Hochtechnologie, wo scheinbare Widersprüche zwischen Technologie und Heiligen, wir hatten es bei den heiligen Technologien, Schamanismus und Medientheorie und so weiter, dass da durch diese bis in die sprachlichen Symbiosen rein in gewisser Hinsicht neue Perspektiven entstehen. Also du hast ja auch in deinem Vortrag am Anfang die Cut-Up-Technik und gleichzeitig diese Wort-Meme gebracht und auch das Beispiel des menschlichen Biocomputers, das Hardware, Software, Wetware-Modells und so weiter. Das sind natürlich auch alles rein schon vom Sprachlichen her sehr inspirierende neue Perspektiven, die dort aufgehen. Aber auch schon zum Teil 1950 geboren und so, ne? Von Lilly, wie gesagt, das sind, ich habe in diesem letzten Kapitel halt einige Pioniere und wenn auch nicht meine Mentoren, aber Menschen, die ich als sehr wichtig betrachte in dieser Forschung, Burroughs, Lilly, mit reingenommen. Ja, weil ich denke, dass die natürlich alle mit ihrem Ableben, so wie Albert Hofmann, Albert Hofmann hat ja mit seinem Ableben eine Studie hinterlassen, er hat ja erkannt, dass Lysergsäure nicht nur im Pilz, sondern auch in höheren Pflanzen vorhanden ist. Was schon mal was recht Rares ist. Eigentlich, wenn die Natur irgendwas in einem Pilz hervorbringt, oder einen niederen Organismus, dann ist es selten, dass sie das in höheren Pflanzen auch noch macht. Und er hat ja durch die Entdeckung, dass Lysergsäureamide auf verschiedenen Kontinenten in den heiligen Pflanzen des Schamanismus Anwendung fanden, eben auch das Tor aufgestoßen zu den Ursprüngen, den Wurzeln der Religion. Und so haben eben auch Lilly und Burroughs ja, Techniken und Strategien und Mittel und Wege und Memen hinterlassen, die ganz, ganz, ganz wichtig und hilfreich sind, ne? Um diese. Weil was Terence mal sagte, ist, dass der Trip fängt eigentlich erst an, wenn die Drogenwirkung nachlässt. Sprich, wie bringe ich die Dinge nach Hause? Wie schaffe ich es, diese Sachen mit euch zu teilen und nicht nur erlebt zu haben? Wie schaffe ich es, über die Ebene von Kunst, von Performance, von Tanz, von Musik, von Sprache, diese Metaphern oder diese Erlebniswelten, diese Jenseitsrealitäten, wie schaffe ich es, die heimzubringen, ne? Auf die Erde zu bringen sozusagen. In dem Sinn sind wir ja alle die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde und zwischen Hölle und Himmel. Und da denke ich, haben die uns, ja, haben sie uns ganz schön auf die Sprünge geholfen schon damals so. Genau das Zitat von Elders, das du ja gebracht hast, Ja, das praktisch runterzubringen. ja. Ja. Ja.
eben diese Meme, diese in Analogie zu den Genen, die ja praktisch Hardware sind, Meme als Informationseinheiten. Ja, ja, wunderbar. Ich würde gern noch, wenn von euch eine Frage ist, bevor wir dann mit Hans Einführung zur Quantenmusik, zum LSD-25-Molekül weitergehen, noch die Möglichkeit geben, da, wenn nicht Frage ist, Boris ist ja auch noch ein bisschen hier. Ja, könnt mich auch später fragen. Ja. Genau, aber jetzt wäre noch eine Möglichkeit. Ja, bitte. Ich bin Biocomputer spontan so verstanden, dass es sowohl Hardware als auch Software ist. Ich würde da gar keine Trennung gesehen. Weil Sie machen jetzt diese Trennung zwischen Software und Hardware. Das hätte ich jetzt beim Biocomputer spontan aber Sie nicht gedacht. Ja. Also zwischen uns und der Welt existiert kein Unterschied. Wir sind die Welt und wir sind ein Teil der Welt. Aber weil wir uns als Ich bezeichnen und ein Gehirn haben, das man als Biocomputer schon bezeichnen kann, habe ich den Rest des Biocomputers mal eleganterweise das die lebendige Bibliothek genannt. Also das gigantische Datenarchiv. Ja, aber Sie haben ja noch von DNA gesprochen. Ich habe das immer so verstanden, dass die DNA auch sich selber produziert. Sprich, dass sie sowohl sich als Hardware als auch gleichzeitig als Software produziert. Also habe ich zumindest die DNA immer verstanden. Ja, das ist ja auch eine Sicht, die eigentlich ganzheitlich richtig ist. So. Weil dann stellt sich die Frage, wer programmiert da? Das ist die zentrale Frage. Es wurde mal so ein Begriff wie göttliche Offenbarung in den Raum eingeworfen. Also ich sage mal so, wenn diese göttliche Offenbarung in gewisser Weise abrufbar ist, dann spreche ich auch von einem sehr deterministisch, glaube ich, nennt man das. Deterministisch, genau, ja. Weltbild. Mhm. Das fand ich dann schon sehr erschreckend. Deterministisches Weltbild, das heißt, dass alle Dinge, die geschehen, schon eigentlich vorhergelegt und vorherbestimmt sind und wir eigentlich viel weniger... Weil der Begriff Programm kam. Ne? Mhm. Ja, ich muss es nur ganz auch verstehen. Selbstreferenziell. Und damit auch sehr deterministisch. Und deswegen kriege ich diesen Begriff mit, ich komme auch wieder zum Biocomputer, der sich selber programmiert, und der göttlichen Offenbarung. Da sehe ich da ganz stark wieder, ja? Kurz vielleicht, das war der Verweis auf Lilly, der das Prinzip des Programmierens in gewisser Hinsicht reingebracht hat. Ja. Und er unterscheidet Programmieren und Metaprogrammieren. In gewisser Hinsicht werden wir durch alle Erfahrungen immer programmiert. Aber die Metaprogrammierung ist die Freiheit des Programms, sich selbst zu programmieren. Das heißt, die Realität oder die Erfahrung ist der Programmierer. Genau. Ich bin der eigene Programmierer meiner eigenen Wetware. Wetware ist übrigens der dritte Bereich, nicht nur Hard- und Software, sondern Wetware ist praktisch eigentlich unsere neuronale Verschaltung. Und er gibt schon gerade die Freiheit, indem man sagt, Metaprogrammierung ist, sich dieser Programmierbarkeit des eigenen Biocomputers bewusst zu werden und in diese Metaprogrammierung einzusteigen. Das heißt, zu wissen, wie man dort in diese Programmierung praktisch erstmal deprogrammiert, also dekodiert in gewisser Hinsicht, um dann neue Programme, neue Informationen einzuprogrammieren. Das alte Wort Selbstbewusstsein. Ja, da gibt es eine große, ganz genau, das Selbstbewusstsein ist in gewisser Hinsicht die Grundlage dafür, um dann in die Metaprogrammierung, wie es Lilly nennt, einzusteigen. Also Autokybernetik könnte man auch sagen, Selbststeuerung, wenn man wieder auf die Kybernetik zu sprechen kommt. Ja, wir sind natürlich ein Feedback-System, ne? Wir sind natürlich ein Feedback-System und wir hören uns am meisten selbst zu den ganzen Tag beim Denken und das hat natürlich eine immense Rückwirkung auf uns. Und wenn wir da irgendwie Tricks und Tipps nutzen, dann ist die Möglichkeit, also auch die Kraft haben, uns in Frage zu stellen, überhaupt mal in erster Linie so. Ja, da steckt ja auch die Möglichkeit der Materialisierung dahinter. Ja, also wenn so ein Manifestation. Programm sich selber programmiert, das heißt also, dass man die Binde dann automatisch mitwächst, wird ja auch Materie geschaffen. Ja. Also das mal als Möglichkeit gedacht, finde ich schon sehr berauschend. Ja? Zum Beispiel, was die alten Inder schon wussten, indem sie Mudras praktiziert haben, dass zum Beispiel die Hände zu großen Teilen auf unserem Neokortex repräsentiert werden. Das heißt, jetzt das Bewegen meiner Hände hier führt
auf dem motorischen Kortex gleichzeitig zu einer neuronalen Aktivität, die mit dem Hirnscanner sozusagen gemessen werden kann. Ja, ja. Mit anderen Worten, mit bestimmten Fingerhaltungen und Mudras, gerade dann, wenn es nachhaltig ist, habe ich eine ganz konkrete Methode, auf meine eigene Wetware einzuwirken. Praktiziere ich das lang genug? Das ist zum Beispiel gezeigt worden durch den SMS-Daumen, wo mittlerweile sogar im Hirn nachgewiesen werden kann. Dann muss ich ja nicht die stupide Daumenpraxis meiner SMS machen, sondern kann zum Beispiel über bestimmte Mudras und Haltungen in gewisser Hinsicht tatsächlich auf die physische Hardware hier oben einwirken. Und damit bis hin zu Synchronisationsbewegungen, was dazu führt, dass praktisch die Hemisphärensynchronisation unterstützt wird, habe ich über meine Hände eine direkte Möglichkeit der Metaprogrammierung meiner Wetware. Dass das natürlich erstmal entwickelt werden muss, man wissen muss, wie und wie lang und so weiter, das ist klar. Aber die Idee, nicht fertig zu sein, sondern programmierbar, und zwar im besten Sinne, und zwar von sich selber metaprogrammierbar zu sein, finde ich allein schon eine wunderbare Perspektive. Ja, vorhin kam ja so ein Gedanke, dass wir so die oberste Stufe von diesem Hardware-Programmierzeug sind. Und es gibt noch eine, das war die große Frage nach dem Was. Was ist darüber hinaus? Ja. Wenn man darüber hinaus mal das mal anvisiert, dann gäbe es möglicherweise eine echte Materialisierung, dass ich Pumps mache und da steht die Spur. Also muss man jetzt proben zu provozieren. Ne? Ja. Ich komme gerade zurück von der Ars Electronica. Da gibt es gerade eine Ausstellung über Radical Atoms, über programmierbare Materie. Da wird erstmal noch auf einer technischen Seite, aber die Informationsseite, die erstmal nicht materiell ist, schon sehr stark in den Bereich der Programmierung reingehen. Und das sind so Zwischenschritte, Die meines Erachtens nach jetzt so entstehen als technische Möglichkeiten, die aber natürlich vor allem eine Frage des Bewusstseins sind, damit umzugehen. Aber diese Perspektiven entstehen schon langsam. Ja, dann würde ich sagen, Boris, vielen Dank. Genau, nochmal herzlichen Dank für deine Lesung. Danke. Ja.